Tja, liebe Leute, es geht um eine Beobachtung. Also ich meine, ich kannte das, ich fliege ja nun mal gerne. Es geht um diese Klappen hier. Wir gucken uns mal an, was die machen. Im Landeanflug klappen die von alleine hoch und komisch, ganz unregelmäßig. Was das auf sich hat, ich zeige es da nochmal ein bisschen ausführlicher, aber lasst uns erstmal gucken, worum es geht. Das sind die sogenannten Luftbremsen am Flugzeug. Wenn man beim Urlaubsflieger mal rausguckt, sieht man dann, wenn das Flugzeug gelandet ist, dass die dann nach oben extra ausgefahren werden. Aber die haben noch eine andere Funktion. Man sagt auch Störklappen dazu, weil die ja nun wirklich die Luftströmung hier massiv stören. Naja gut, hier unten, das sind die typischen Landeklappen, gehe ich gleich mal drauf ein. Gucken wir uns erstmal an, worum es überhaupt geht. Wenn ich jetzt hier einen Tragflügel von der Seite aufgeschnitten sehe, habe ich hier die Profilsehne, also von der Nasenkante bis zum Flügelende. Und zwischen der Anströmrichtung, also hier diese dickere blaue Linie und der Profilsehne, das ist der sogenannte Anstellwinkel. Wie stark man den Anstellwinkel wählt, ist eine Sache, wie stark man den Auftrieb haben möchte. Und bei der Landung möchte man ja wegen der relativ geringen Geschwindigkeit und weil das auch furchtbar bremst, den Anstellwinkel ganz groß erhöhen. Ich habe das hier mal ganz stark übertrieben. Hier habe ich es mit laminarer, also mit geschichteter Strömung zu tun und hier mit verwirbelter Strömung. Ich werde hier Leute ab und zu mal links anbringen. Müsst ihr mal drauf gucken, könnt ihr draufklicken. Notfalls mit der Maus drauf gehen, dann erscheint ein I, da könnt ihr draufklicken, wisst ihr wahrscheinlich schon. Dann kann man sich noch weiterbilden. Tja, die Luft, die hat also im Wirbel aber die Eigenschaft, auch direkt mal zurück, also unter den Tragflügel von hinten sozusagen drunter zu wehen. Ja, wenn sie könnte, kann sie nicht bei so einem Flügel. Aber wenn ich mir solche Störungsklappen hier aufgestellt vorstelle, und jetzt müsste eigentlich was zum Video klar geworden sein, also ne, dann klappen die hoch, dann geht die Strömung direkt unter diese eigentlich Störklappen drunter. Das sind eigentlich auch Rückstromklappen. Rückstrom, weil tatsächlich in der verwirbelten Luft die Luft zurückströmt an die Flügel, Oberkante. Und das ist natürlich für den Auftrieb nicht gut. Vögel, die machen das nebenbei, aufgrund der Evolution wahrscheinlich, die haben sich da keine Gedanken drüber gemacht, die machen das nebenbei von ganz alleine. Das gucken wir uns gleich mal in größer an, als Skizze. Da klappen tatsächlich Federn im Landeanflug oder bei ganz langsamem Flug der Vögel, klappen die Federn tatsächlich hier oben, die Deckfedern, nach oben. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Es geht letzten Endes darum, hier, ne, so, wenn hier also die Luft drunter strömt, dann klappen die Deckfedern bei den Vögeln hoch. Worum geht's? Es geht darum, den Auftrieb auch im Langsamflug so gut wie möglich zu halten. Und das ist das Wichtige. Und ich habe ja hier Quellen mit angegeben. Ein schöner wissenschaftlicher Artikel der TU Berlin hat sich damit beschäftigt, nützen denn die Dinger was oder nicht? Ja, denn je länger ich laminare Strömung am Tragflügel anliegen habe, umso besser. Ohne Klappe bei einem Anstellwinkel von 15 Grad ist dieser Bereich schon gestört. Das heißt, da fehlt mir Auftrieb. Und wenn ich so eine Rückströmklappe habe, dann wird das Zurückströmen, also das Verwirbeln, praktisch verzögert. Man erhält bis zu 6% mehr Auftrieb. Das hat man schon damals mit der ME 109 versucht, dann aber wieder fallen gelassen. Da haben die einfach Lederlappen draufgeklebt, die dann hochgingen. Und es war wirklich tatsächlich im Landeanflug einiges zu bemerken, aber naja, dann hatte man keine Zeit. Man musste ja rüsten, 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 um die Leute zu überfallen und so weiter. Bei 18 Grad, nur 3 Grad mehr Anstellwinkel, ohne Klappe ist dieser Bereich schon gestört. Und mit Klappe nur dieser Bereich, also hier das Weiße. Das ist denkbar weniger, macht aber viel aus. Ab einem bestimmten Anstellwinkel, dann hilft es nicht mehr. Aber dann ist das Flugzeug im Wesentlichen schon gelandet. So, jetzt gucken wir uns den Film nochmal ein bisschen länger an. Und na komm. So, und je langsamer das Flugzeug fliegt, wir sind hier im Landeanflug. Ich habe es extra mal mitgefilmt. Hier, das Land ist schon zu sehen. Umso mehr passiert das. Und umso häufiger, natürlich auch durch böige Luftströmung, werden diese Rückströmklappen automatisch durch die Luft von hinten sozusagen hochgeklappt und mitbewegt. Jetzt kurz vor der Landung müsste es noch ein bisschen deutlicher werden. Na komm. So, jetzt setzt der Flieger gleich auf. Da ist die Landebahn, man sieht den weißen Streifen. So, und jetzt ist das Flugzeug unten und jetzt werden die absichtlich ausgefahren, denn jetzt sollen sie richtig
bremsen, das Flugzeug also abbremsen. Tja, gut, liebe Leute, ich werde dann hier noch ein paar Links anfügen und ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen, beim Verständnis geholfen und überhaupt gefallen, mal die ganze Fliegerei und die Strömungslehre auch noch von dieser Seite zu sehen. Gut, ich wünsche euch was Schönes, macht's gut, tschüss und immer sichere Flüge in den Urlaub und schöne Feiertage natürlich auch für Weihnachten und auch schöne Ostern, naja, ist gut, tschüss.